Hallo allerseits und willkommen zu einem Mod Spotlight für den Ender Quarry aus dem Extra Utilities Mod. Was zur Hölle ist ein Ender Quarry? Ganz einfach, es ist eine Alternative zu Buildcrafts Quarry. Das heißt, das ist ein Block, mit dem man großflächig Material abbauen kann, ohne dass man es mit der Hand machen kann. Das Ganze funktioniert so: Man platziert den Quarry und wenn man rechts klickt, bekommt man unten eine kleine Statusmeldung. Analyzing Fence Boundary, also Zaun analysieren, und konnte keinen Zaun finden. Um das Ganze funktionieren zu machen, nimmt man einfach einen ganz normalen Minecraft-Zaun und steckt sein Gebiet ab. Nehmen wir einfach mal so, das hier. Es muss nicht quadratisch sein, kann jede mögliche Form nehmen. Und der Quarry muss mitten im Zaun sitzen. So, bla. So, wenn ich jetzt einen Rechtsklick drauf mache, zack. Successful established boundaries und das Ganze wird grün. Das heißt, er hat jetzt seine Grenzen erkannt und wird innerhalb der Mitte abbauen. Dann benötigt er ein Inventar, also eine Kiste oder sonstiges, wohin er ausgeben kann, und Strom. Ich verwende hier einen Netherstar Generator aus dem Extra Utilities Mod. So, man sieht hier jetzt ein paar Partikel und Gras. Hier hat der Quarry zu arbeiten begonnen. Wenn ich nun rechtsklicke, sehe ich diese Koordinaten, an denen arbeite, und hat bis jetzt 1,8% seiner Arbeit abgeschlossen. Schon 3,17. Man sieht, das Ganze geht relativ langsam dahin. Das täuscht aber, denn wenn ich jetzt hier das runtergabe, sehe ich, dass er bis jetzt hier runter schon Erde gesetzt hat. Der im Gegensatz zum Buildcraft Quarry arbeitet der Ender Quarry nämlich vertikal. Das heißt, er fängt hier auf der obersten Ebene an und arbeitet sich nach unten bis zur Bedrock. Ich habe hier noch einen zweiten Ender Quarry aufgesetzt und man sieht, es ist ein relativ unregelmäßiges Muster, in dem er abgebaut hat. Das liegt daran, dass sich hier eine Chunk-Grenze befindet. Das Besondere am Ender Quarry ist, dass er nicht der Reihe nach zuerst die oberste Schicht abbaut oder generell zuerst alle hier diese ganze Reihe macht und dann hier diese ganze Reihe, sondern dass er chunkweise arbeitet. Sprich, man sieht hier, er hat zuerst hier begonnen und hat diesen Chunk verarbeitet und dann hat er hier begonnen, diesen Chunk zu verarbeiten. Der Grund dafür ist, dass der Ender Quarry immer nur zwei Chunks geladen hält. Und zwar der Chunk, in dem der Ender Quarry steht und der Chunk, in dem er arbeitet. Das bringt vor allem auf Servern und wo viele Spieler sind, eine Performance-Verbesserung, da zum Beispiel ein Buildcraft Quarry alle Chunks gehalten laden würde. Also wenn ich hier einen Quarry hätte, der hier einige Chunks in diese Richtung und einige Chunks in diese Richtung geht, dann würde der Buildcraft Quarry alle Chunks gehalten laden. Aber der Ender Quarry, unabhängig von der Größe, lädt maximal zwei Chunks. Wie euch sicher schon aufgefallen ist, zerbricht der Ender Quarry keine Blöcke, sondern ersetzt sie mit Erde und Gras. Das macht er, damit keine Block-Updates entstehen. Das Ganze ist wiederum eine Performance-Sache, denn Blöcke zerbrechen und Items droppen oder aufsammeln und so weiter benötigt mehr Performance als einen anderen Block an seiner Stelle setzen. Das Ganze ist sehr praktisch, denn wie gesagt, wenn auf einem Server mehrere Ender-Quarries laufen, macht das schon einen merkbaren Unterschied. Hier habe ich noch ein paar fertige Ender-Quarries vorbereitet. Man sieht hier, es steht hier der Baum und hier der Baum, und das liegt daran, dass der Ender Quarry keine Bäume, Blätter oder sonstige Pflanzen abbaut, nur erdreich. Außerdem sieht man hier, es ist noch Platz im Inventar, der Ender Quarry ist fertig, aber er verbraucht keinen Strom mehr. Sprich, wenn der Ender Quarry fertig ist, was auch mit einem Rechtsklick bestätigt wird, verbraucht der Ender Quarry keinen Strom. Sehr toll! Nun kommen wir zum Bauen des Ender Quarries. Der Ender Quarry hat ein relativ kompliziertes Rezept. Es benötigt Ender Infused Obsidian, Ender Cores, Diamond Edged Computational Matrixes, Ender Thermic Pumps, eine Diamantspitzhacke und einen Setzling. Ender Infused Obsidian ist relativ einfach zu machen. Einfach eine Enderperle mit Obsidian rundherum. Damit baue ich mir als erstes eine Ender Thermic Pump. Das ist Ender Infused Obsidian, Lava, Wasser, ein Diamant, Eye of the Ender und eine Eisenspitzhacke. Diese Ender Thermic Pumps sind übrigens auch sehr gut geeignet, um Lava aus dem Nether oder sonstigen Dimensionen zu pumpen. Der Ender Core besteht aus einem Eye of the Ender, Ender Infused Obsidian und Magical Wood. Magical Wood ist relativ komplex, denn es benötigt ein Buchregal, Gold und verzauberte Bücher. Weiters können Ender Cores und magisches Holz für einen Verzauberungstisch verwendet werden. Wo habe ich meine Bücher gelassen? Book.
So. Man sieht ja, wenn ich ein Buch anlege, kann ich Level 30 verzaubern, obwohl ich nur zwei Ender Cores hier stehen habe. Ich hole mir eben vier Bücher mit Level 30. Eins, zwei, vier. Und hier habe ich sechs magische Holz stehen. Und auch hier behalte ich Level 30. Wenn ich einen zerstöre, sehe ich, bin auf Level 24, wieder einen wegnehmen, bin ich auf Level 20 und so weiter. Ah, das war schlecht. Ich stelle mir hier noch eben vier Bücher mit Level 1. Und den Grund dafür werdet ihr gleich sehen. Und eines noch, Nummer 4. Denn ich habe hier schon vorbereitet das Rezept für ein magisches Holz. Und wenn ich die Level 1 Bücher verwende, man sieht hier Effizienz 1, Schärfe 1, bekomme ich ein magisches Holz. Wenn ich jedoch bessere Bücher verwende, also mit besseren Verzauberungen, erhalte ich bis zu 10 magische Holz. Es können auch noch 7 oder 6, je abhängig von der Verzauberung auf den Büchern sein. Es ist jedoch effizienter, mehrere Level 1 Bücher zu verwenden, anstatt wenige hochverzauberte Bücher. Das letzte Teil, das noch fehlt, ist eine Diamond Edged Computational Matrix. Das ist auch wieder relativ einfach zu bauen. Ender Infused Obsidian, Diamant und Burnt Quartz. Verbranntes Quarz lässt sich ganz einfach in einem Schmelzofen und einem Block of Quartz herstellen. Das war's. Ich hoffe, das Spotlight hat euch gefallen und ihr werdet viel Spaß mit dem Ender Quarry haben. Bis zum nächsten Mal.